Zo verplomt van mijn net. Ah, vanaf de kaaf. Als een gommetje. Kopfschmerzen und Migräne.
Schmerzen getauscht ist mit mir den Blut. Ich sitze im Zug. Hä? Ich sitze auch im Zug? Ja, aber nicht in dieselbe Richtung. Aber im selben Zug? Der Fitzacker, hinten kapiert sie das nicht. Der Zug im Zug ist nicht überall dasselbe. Typisch weibliche Logik. Da fällt mir ein Blondinenwitz ein. Der führt dazu. Hallo? Bin unter meinem Hut auch blond? Das macht gar nichts. Ich erzähl nicht ganz langsam. Setzen Sie sich um. Da gefällt es mir schon mehr. Na Gott sei Dank, dass er Ruhe ist und morgen scheint es weiter wird. Das scheint nicht weiter, das habe ich ja vorausgesagt. Nein, vor Voraussagen heute nichts. Warum? Vorigen Herbst hat die Feuerwehr dreimal eine leichte Bewölkung aus meinem Körper pumpen müssen. Herz, kennen Sie sich eigentlich aus in Wien? Ich möchte nämlich in den Zoo. Alles was? Haben Sie nicht einen großen Reisekopf für da in Wien rein? Zwei Schnupfsäcke. Brauchen Sie einen? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich damals auch nicht heiraten sollen. Ja, warum hat's? Ja, hab halt gesucht zum Kochen, weil dauernd aus der Dosen essen ist auch nicht das Wahre. Jetzt? Kocht's nicht mehr gut? Ja, kochen tut schon gut. Ich wollte ständig was Neues ausprobieren. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt koche ich mal mit Wein. Nach dem fünften Glas hat sie nicht mehr gewusst, was sie in der Küche wollte. Apropos Essen. Bevor wir jetzt in Wien ankommen, muss ich noch mal Schinken sehen oder essen. Das war ein komischer Kauz, der mir den angetraut hat, dann war einfach ein Bahnhof. Schweizer von der Weiden. Kühlkömmel, heiche Würchel, Kühlkömmel, heiche Würchel. Zu Gehirns haben sie verlügt. Sag mal, nur Kühlkömmel und heiche Würchel. Sage, liebe Fahrgäste, wir werden in Kürze am Wiener Hauptbahnhof ankommen. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt und würden uns sehr freuen, Sie bald wieder als zahlenden Fahrgast begrüßen zu dürfen. Der Lehrstuhl hat sonst da. Man hätte schon gleich aussteigen. Wünsche Ihnen noch viel Spaß bei einem Kartonagen-Event. Ja, danke. Aber, Herz, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir hier schon da sind, irgendwie sind sie mir auf der langen Fahrt schon so richtig sympathisch geworden. Hätten sie vielleicht Lust auf eine kleine Abwechslung in Wien? Ja, so. Bis an der ganz nettes Hotel. Sieg, wissen wir so damals, ob wir verheiratet waren. Weil offiziell bin ich keine Dame für eine Nacht. Was? Verheiratet? Na ja, dann läuft da eh nichts, ne? Da sparen wir uns das Geld fürs Hotelzimmer und gehen wir gleich in den Zoo offen schauen. Die Reisenden Armee, unsere Eva Fleißinger mit Daniela Fuchs. Ja, weiter.
so die angenehme Stimme mit dem Wiener Akzent aus dem Hintergrund. Unsere Renate Holler, Dankeschön.